Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, dort werden wir heute die FNCS spielen. Eigentlich hatte ich ja gestern auch vor, die ganzen Hype Nights zu spielen, die wurden allerdings kurzfristig abgesagt. Ich hoffe, die FNCS findet trotzdem heute statt, weil irgendwelche Probleme auch mit der FNCS vorhanden waren. Aber ich glaube, die werden es trotzdem durchziehen. Irgendetwas mit der Punkteverteilung stimmt, glaube ich, nicht ganz richtig und kann dann jemand erst nach dem Turnier korrigiert werden. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es trotzdem stattfindet. Das werden wir natürlich heute im Stream spielen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort einschaltet. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Dort haben wir heute die ganzen Osterskins im Shop. Also einmal die plüschige Rabauken. Die waren alle seit dem letzten Jahr jetzt auch nicht mehr im Shop drin. Hier hat der Skin ja mittlerweile auch eine zweite Variante, nämlich die Dunkelvariante. Die ist, glaube ich, ja erst vor 2 Wochen oder so reingekommen. Dazu gibt es dann natürlich auch die männliche Version, den Langohr-Marodeur hat natürlich auch die zweite Variante, die dunkle Variante. Dann gibt es noch die Karottenknüppel-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Pastella-Skin, ist im Prinzip der ins schwarze Skin in einem Osterstil. Ähnlich schon wie gestern der neue Stella-Skin, der ja die Osterversion vom, oder eine zweite Version einfach vom Bunny-Moon-Skin ist. Also ist genau im Prinzip das gleiche hierbei. Dazu gibt es dann die Spross-Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Finsterhasen-Skin und dazu die Stahlkarotte als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Cloaked Shadow Skin, dann die Zündkerzenkünstlerin, dann das Hüpfflamme-Emote als Wortbewegungs-Emote natürlich. Dann haben wir Popsternchen. Als nächstes haben wir dann ein neues Fortbewegungs-Emote und zwar gehüpft wie gesprungen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Dann haben wir noch als letztes den Schwere Schritt-Emote, auch als Fortbewegungs-Emote. Und als nächstes haben wir natürlich noch die ganzen Deadpool-Items. Hier kann man einmal natürlich das Deadpool-Ausrüstungspaket kaufen und das Deadpool-Mesher-Paket und natürlich alles dann nochmal einzeln. Beim Deadpool-Ausrüstungspaket haben wir den Drachenhorn-Gleiter, dann den Chimichanga-Emote, dann die Fleischhämmer-Spitzhacken und den Flott-Unterwegs-Emote, auch als Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir als nächstes den Ravenpool-Skin, also im Deadpool-Mesher-Paket den Ravenpool-Skin und den Kuschelpool-Skin. Und wie gesagt, alles kann man natürlich auch nochmal einzeln kaufen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.